Ein herzliches Willkommen mit einem sonnigen Blick auf einen Palast. Da ist der König zu Hause, König Harald, ein echter Sportfan. Schon sehr oft kam er rauf, hier auf den Holmenkollen herauf, auf seinen Hausberg, wenn die Biathleten zu Gast waren. Heute nicht. Heute also gibt es keine Siegeraudienz. Aber dennoch richtig gute, spannende Staffeln, da sind wir ganz, ganz sicher. Die Ränge heute sehr voll, auch wenn Klärchen sich nach wie vor zurückhält. Sie haben es gemerkt, die Königspalastbilder waren etwas älteren Datums. Es ist der kälteste Tag heute, minus 2 Grad, Schnee und auch die Luft. Die Bedingungen wirklich herausragend, kein Wind, volle Tribünen und beste Stimmung. Nur bei den Norwegern nicht so richtig, das haben wir in den letzten Tagen schon ein, zwei Mal thematisiert. Da läuft es nicht nach Plan. Das ist die deutsche Startläuferin Vanessa Hinz. Zum ersten Mal in diesem Jahr auf dieser Position eingesetzt. Überhaupt fünfte Staffel in diesem Winter, fünfte Besetzung des deutschen Quartetts. Das ist die italienische Startläuferin mit der 7, Dorothea Wierer, eben von Kathi Wilhelm in den Stand der Mitfavoritinnen gehoben. Ich würde sagen, Russland, ganz heißer Mitfavorit, und auch die Ukraine. Sollten wir nicht aus den Augen verlieren, na klar, die Tschechinnen, Deutschland, Italien. Norwegen würde ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Eva Puskarčíková ist die tschechische Startläuferin. Zwei Siege bei bisher 4 Rennen für die Tschechinnen. Sie führen in einer Staffel Gesamtwertung, deshalb mit Start Nummer 1. Auch zweimal erfolgreich, Deutschland. Vanessa Hinz, wie gesagt, zum ersten Mal auf der Startposition. Daneben mit der 3 die Staffel Weißrusslands, Nadjezhda Skardino. Dort am Start Kryuko Dubareseva und Nadjezhda Pisareva. Da fehlt, das wird der aufmerksame Beobachter sofort gesehen haben, die beste Daria Domracheva. Auch sie bekommt heute eine kleine Schonungspause. Marte Olsbu für Norwegen. Fragezeichen hinter diesem Vierer. Mal schauen, wo sie am Ende landen werden. Die Ukraine, die stufe ich sehr hoch ein mit Varvinets am Start, einer sehr, sehr guten jungen Schützin. Und mit Valentina Semerenko dann. Die Russinnen bislang mit enttäuschenden Staffelleistungen. Dreimal 8. Plätze, einmal 4. Heute zähle ich sie zum erweiterten Favoritenkreis. An die neue Startaufstellung dieses Winters werden Sie sich zu Hause bestimmt auch schon gewöhnt haben. 3 nebeneinander und dann 7 hintereinander. Der Countdown läuft. Es geht sofort in der Skating-Technik los und es geht sofort bergauf. Die Strecken hier haben es in sich. 1,5 Kilometer. Fast ununterbrochen, immer hoch. 20 Staffeln insgesamt mit dabei. Die Favoritinnen hatten wir ihn genannt. Dies hier ein Blick rüber auf die Kapelle, die hier oben steht. Auf den Gratishaugen, auf diese wunderschönen Strecken hier. Ein Stückchen weiter geht's auch für Hobbysportler zur Sache. Viele hundert Kilometer Loipen und Pisten sind hier gespurt. Jeden Tag Alarm. Mit der U-Bahn geht's rauf aus dem Zentrum von Oslo auf den Holmenkollen. Erfahrungsgemäß wird auf der ersten Runde noch nicht so richtig Alarm gemacht. Alle versuchen sich ein bisschen zu schonen, ein bisschen zu verstecken. Im Moment die Führung für Marte Olsbu, die norwegische Startläuferin. Wir sehen, wie breit die Strecken hier sind und dennoch kommt es immer wieder zu diesem sogenannten Ziehharmonika-Effekt. Wenn es an die Anstiege geht, dann schiebt sich das Ganze zusammen und man muss sehr vorsichtig zu Werke gehen, um nicht der anderen auf den
Ski zu treten oder vielleicht selbst einen Ski- oder Stockbruch zu erleiden. Jetzt Irina Varvinets an der Spitze, hier in Oslo, mit einer starken Vorstellung über die 15 Kilometer. Da war sie Siebente mit null Fehlern. Ukrainische Staffeln immer zu beachten. Wir erinnern uns an die Olympische, aus der mittlerweile Olena Pidruzhna nicht mehr dabei ist. Hat ihre Karriere beendet. Es ist die Generalprobe für die Weltmeisterschaften. Freitag der 13. Das ist der Termin für die WM-Staffel. Heute wird zum letzten Mal getestet. In der deutschen Staffel, wir haben es eben gehört, muss ein bisschen improvisiert werden. Die fünfte unterschiedliche Besetzung. Heute, weil Franziska Hildebrand eine kleine Schonung bekommt. Da gibt es ein paar Probleme am rechten Fuß, eine leichte Sehnenreizung. Reine Vorbeugung heute, reine Sicherheitsmaßnahme. Nichts, was die WM gefährden könnte. So, jetzt Andrea Mali an der Spitze, die slowenische Startläuferin. Die Sloweninnen mit zwei, die in der Weltklasse mithalten können, mit Andrea Mali und mit Thea Gregorin, dann mit Anja Ergin, dem großen Talent, und einer ganz Unbekannten auf der Schlussposition. Hier Vanessa Hinz. Die Stimmung bestens, es wird zur Attacke geblasen unterhalb der großen Schanze von Oslo. Der WM-Haugen wird hier nochmal umkurvt, dann geht es links runter zum ersten Schießen. Staffeln bei den Frauen, 4x6 Kilometer lang, das heißt nach jeweils 2 Kilometern wird geschossen. Einmal liegend, einmal stehend. 3 Nachladepatronen hat jede und jetzt wird es hier laut im Kessel. Auch weil Marta Olsbü sich an die Spitze des Feldes gesetzt hat, erneut, möchte unbedingt als Erste an die Scheibenanlage. Jetzt sucht sich jede die Schießbahn, die ihrer Startnummer entspricht. Norwegen also auf die 6, Deutschland auf die 2. Weißrussland mit Gardino auf die 3. Vanessa Hinz, extrem gute Liegenschütze. Russland und Italien ohne Nachladepatronen durch. Vanessa Hinz muss einmal nachladen und darf jetzt hinterher. Puskarčíková, die Tschechin, ebenfalls mit Nachladepatronen. Und auch Scardino, die so sichere Schütze. Auch die französische Startläuferin Anaïs Bescon noch am Schießstand, jetzt fertig. Alles noch dicht beieinander. Dorothea Wierer führt für Italien vor Romanova, der Russin. Vanessa Hinz ist Fünfte mit nur 6 Sekunden Rückstand. Ja, und für Österreich geht es hier gleich in die Strafrunde, und zwar reichlich. Oha, da war erst eine einzige Scheibe getroffen. Damit fällt Österreich mit Lisa Theresa Hauser gleich zu Beginn weit, weit zurück. Nochmal der Blick auf die Scheiben von Vanessa Hinz. Frisch lackiert, deshalb auch sehr gut zu sehen, wo der Fehler war. Dann wird einzeln nachgeladen. Die Visiereinrichtung hat übrigens keinerlei vergrößernde Wirkung, weil es auch immer wieder gefragt wird. Also die Scheiben werden durch den Diopter keineswegs näher herangeholt. Russland auf 2 hinter Italien. Vanessa Hinz dicht dabei. Hier auch Anaïs Bescon, die die Lücke schon wieder geschlossen hat.
und auch Marte Olsbu für Norwegen dicht auf. Dorothea Vira, die Italienerin, wirklich sehr, sehr stark in diesem Winter. Schon zweimal Zweite, einmal Dritte. Macht insgesamt Rang 6 in der Weltcup-Gesamtwertung. Und auch eine schon sehr erfahrene Staffelläuferin, obwohl sie erst 24 Jahre alt ist. Platz 3 im Moment für Estland. Das ist deren stärkste, Kadri Lehtla. Die greift hier sogar die Russin Romanova an. Dorothea Vira gewann schon Bronze mit der italienischen Staffel 2013 in Novo Mesto. Im letzten Jahr war sie in der italienischen Mixed-Staffel, die ebenfalls Bronze gewann bei Olympia. Die nächsten kommen jetzt mit Susan Dunkley, der starken Amerikanerin, die sich vorbeigeschoben hat an Romanova und auch an der Estin. Und Vanessa Hinz ist ein bisschen durchgereicht worden. Der 12, Ladina Meyer-Ruge für die Schweiz, die heute mit einer ganz, ganz jungen Staffel, mit einer unerfahrenen am Start ist. Nur eine der Gasparin-Schwestern mit dabei. Die jüngste ist bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Weißrussland, in Minsk. Und die älteste, Selina, hat in knapp 3 Wochen Termin, wird Mama. Das ist Franziska Preuß, die schon viele Positionen durch hat. Heute zum zweiten Mal auf Position 2 eingesetzt im deutschen Quartett. Hat noch ein bisschen Zeit, denn noch wird ja stehend geschossen und dann gibt es noch eine 2-Kilometer-Runde. Vorn Dorothea Vira hat sich mal inspirieren lassen von Magdalena Neuner, auch ein bisschen zu vergleichen mit ihr. Immer gut drauf, schon sehr, sehr früh, sehr erfolgreich. 2008, 2009 schon Jugendweltmeisterin gewesen in Ruppolding und in Kenmore. Und dann fast nahtlos angeknüpft und in die Weltklasse aufgestiegen. Da haben Sie Tobias Reiter gesehen und gehört. Der ist seit Mai der Trainer von Vanessa Hinz. Vorher war es Rico Groß. Am Anfang fiel ihr die Umstellung schwer. Mittlerweile läuft es absolut blendend. Zeigen auch ihre herausragenden Resultate in diesem Winter. Einmal schon am Podest gekratzt. Vierter Platz. In der Verfolgung von Novo Mesto das Beste, was ihr bislang in ihrer Karriere gelang. Im Moment auf Platz 6 hier. Vorn Italien, dann Susan Dunkley, die starke Amerikanerin, der die Strecken von Oslo richtig gut liegen. Letztes Jahr hier Sprintdritte zum ersten Mal in ihrer Karriere auf einem Siegertreppchen. Dann die Ukraine, dann Frankreich, dann Russland und Deutschland. Alles dicht beieinander. Das ist Andreas Zingerle, der sich gemeinsam mit Patrick Favre um die Betreuung der italienischen Frauen kümmert. Er Südtiroler, der andere aus dem Austertal, also auch verschiedene Mentalitäten bei den Trainern. Und Dorothea Vira scheint es gut zu tun. Susan Dunkley, Irina Varvinets und Vanessa Hinz steht auch bereits. Ja, noch so eine fehlerfreie Einlage von Dorothea Vira. Klasse. Italien weiter vorn. Und sehr gut, Vanessa Hinz. Das genau hat sie trainiert in der Vorbereitung. Das Schießen in der Gruppe, das schnelle, vor allen Dingen Stehenschießen, was bislang immer ihre größte Sorge war, hat sich hier und heute ausgezahlt. Susan Dunkley mit Problemen. Und auch Varvinets muss jetzt die Strafrunde verhindern.
Ukraine mit einer Strafrunde. Susan Dunkley darf sofort hinterher und Vanessa Hinz ist Dritte. Hier die Amerikanerin, ein bisschen Boden verloren durch ihre zwei Nachladepatronen, ist jetzt Neunte. Weißrussland nur auf Platz 11. Und auch Frankreich ganz schön weit zurück. Italien, Tschechien, Deutschland, also drei der Favoritenstaffeln vorweg. Und das war zweimal ganz großer Sport von Dorothea Wira. Mittlere von fünf Geschwistern, die beiden Älteren waren auch mal Biathleten, haben ihre Karriere bereits beendet. Da oben links, das ist Eva Puskarčikova mit der 1, dahinter Marta Olsbü, dann die Französin Anaïs Bescon und dann Vanessa Hinz. Knappe 2 Kilometer noch bis hin zum ersten Wechsel. Läuferisch hat sich Vanessa Hinz hier in Oslo jetzt nicht von ihrer ganz, ganz starken Seite gezeigt. Im Unterschied zu Dorothea Wira, die hier Sechste war gestern im Sprint. Jetzt Anaïs Bescon. Gestern sogar noch besser als die Italienerin platziert. Vierte im Sprint. Genauso wie es dieser Eindruck hier uns klar macht. Es geht schwer bei Vanessa Hinz. Sie dreht mit dem Oberkörper, sie schüttelt mit dem Kopf. Als wenn sie sagen will, hoffentlich ist es gleich zu Ende hier in Oslo. Einmal 46., einmal 27. und viele Schießfehler. Deshalb wird sie froh sein, Vanessa Hinz, dass sie bislang hier so gut durchgekommen ist. Und das ist Miriam Gössner, heute zum ersten Mal in diesem Winter in einer deutschen Staffel mit dabei. Als Dritte wird sie an der Reihe sein. Für Norwegens Frauen läuft es momentan nicht so nach Plan. Auch Tiril Eckhoff kam nicht so zurecht hier, wie sie gern wollte. Auch sie bekommt heute eine Schonung in dieser Staffel. Die anderen dafür eine Chance. Dorothea Wira, Südtirolerin, geboren in Rasen in Antholz, wo sie jahrelang Vorläuferin war beim Weltcup. Da mischt sie mittlerweile in der Weltspitze munter mit. Dann Frankreich, Anaïs Bescon ist das. Frankreich in dieser Saison einmal auf dem Treppchen bei Staffelrennen. Das war Rang 2 in Oberhof. Dann Puskarčikova, dann Vanessa Hinz mit der zweiten Luft. Rechts die Norwegerin Olsbü. Einmal mehr überzeugende Vorstellung von Dorothea Wira, der 24-Jährigen, bei der italienischen Finanz- und Zollpolizei angestellt, hat beste Bedingungen für Training und Wettkampf in Italien, wurde viel gemacht. Kein Wunder, dass die Leistungen derart nach oben gehen, auch bei Gontier oder Oberhofer. Und das ist Franziska Preuß, letzter Sprint, gleich wird's ernst. Jetzt nochmal diese typische Biege hier oben oberhalb des Schießstandes. Wenn man denkt, es ist vorbei, hat Kathi Wilhelm vor ein paar Tagen erzählt, dann kommt nochmal dieser gemeine Anstieg. Dann kommt die Rechtskurve oberhalb des Schießstandes, geht es entlang, unterhalb der Wachskabinen. Schöner Blick rechts auf die Tribünen. Dann nochmal eine Rechtskurve und dann ungefähr 200 Meter
Zielgerade eingeleitet mit einem kleinen Buckel, den Martin Foucault in den letzten Tagen schon mal als Skischanze benutzt hat. Hier warten die anderen auf Dorothea Wierer, Nicole Gontier. Erster Wechsel, Italien deutlich in Führung. Auch Nicole Gontier mit einem wahren Leistungssprung in dieser Saison. Die nächsten sind da. Puskarčíková für Tschechien und Bescon für Frankreich. Dahinter das nächste Pärchen, Norwegen und Deutschland. Nur Sekundenabstände. Sokolova ist unterwegs für Tschechien, Latuyère für Frankreich und Franziska Preuß ist auf der Spur. Versucht hier sofort vorbeizukommen an der Norwegerin Elise Ringen, um am Anstieg ihr eigenes Tempo zu machen, um vielleicht gleich die Lücke zu Tschechien schließen zu können. Gabriela Sokolova, super Schützin, aber an der Spur nicht ganz so schnell in den letzten Tagen. Katrin Lechtla, die Estin, hat jetzt gewechselt. Auf 12 erst Weißrussland mit einer Minute Rückstand bereits. Das ist der Stand. Kleiner Vorsprung für Italien, dann 4-5 Nationen dicht beieinander von Frankreich bis zu den Vereinigten Staaten. Nur ganze 6 Sekunden. So, vorne, das ist die Französin mit der 4, das ist Enora Latuyère, 22 Jahre, in diesem Weltcup-Winter richtig auffällig schon. Großes Nachwuchstalent, das sich sofort etabliert hat in der ersten französischen Mannschaft. Vorhin schon mal erwähnt, Nicole Gontier in diesem Winter mit ihrer ersten Podiumsplatzierung war Dritte im Sprint von Oberhof. Latuyère, die keine geringere hinter sich weiß als Gabriela Sokolova. Die Tschechinnen heute übrigens beim 5. Staffelauftritt des Jahres mit exakt derselben Besetzung. Jetzt geht die Tschechin vorbei, bekommt die Innenbahn geöffnet von Latuyère, die möchte, dass Sokolova mal die Führung macht und Franziska Preuß versucht, die Lücke zu schließen. Dann Norwegen, das ist Elise Ringen und dahinter Hannah Dreissig-Acker, die Amerikanerin. Kleiner Rückstand dann schon wieder für Russland. Das ist Daria Virolainen. Früher eigentlich regelmäßig unter den besten 3 Nationen zu finden in Staffelrennen. Die russischen Damen in diesem Winter weit, weit weg. 3-mal als jeweils 8. Einmal dicht dran. Zuletzt in Antholz auf Platz 4. Nicole Gontier hat eine sehr gerade Entwicklung durchgemacht. 2011 und 2012 holte sie jeweils Silber bei den Juniorenweltmeisterschaften mit italienischen Staffeln. Also das ist hier schon eine kleine Tradition geworden, dass Italien in Staffelrennen neuerdings immer vorn mitmischt. Dann kommt Gabriela Sokolova. In Sochi bei Olympia gingen die Tschechinnen knapp leer aus. In der Staffel wurden 4. Dafür allerdings holte sie 2 Silberne im Massenstart und mit der tschechischen Mixstaffel Gabriela Sokolova. Ja, und der Eindruck hat nicht getäuscht. Vanessa Hinz fällt es richtig, richtig schwer, heute sich zu erholen. Dr. Jan Wüstenfeld ist bei ihr, also bessere Betreuung kann sie nicht haben. Ich denke mal, gleich wird sie wieder bestens erholt sein. Ja, da kullern auch ein paar Tränchen. Also ist offenbar fix und fertig und enttäuscht. Ob ihre Leistung muss sie aber gar nicht. Hat als
Fünfte gewechselt mit einem Rückstand von 22,7 Sekunden. Nicole Gontier in ihrer dritten Weltcup-Saison, die mit Abstand beste, ganz klar. Auch sie übrigens war gemeinsam mit Dorothea Vira in Novo Mesto dabei im Jahr 2013, als es Bronze gab für die italienische WM-Staffel. Seitdem eigentlich immer mit von der Partie. Gabriela Sokolova hat hier in Oslo bislang sehr, sehr, sehr beständig geschossen. Drei Nachladepatronen hat jede, das sei noch mal erwähnt, da gibt es immer wieder Fragen, die sind an der Waffe befestigt. Das ist der Sportlerin überlassen, ob sie es hinten am Schaft macht oder vorn. Gontier jedenfalls unterwegs, auch Gabriela Sokolova muss nachladen. Und was macht Franziska Preuß? Sie schießt wie immer sehr schnell und sehr gut. Jawohl, los geht's. Hinterher macht einen Platz mindestens gut, vorbei an der Französin. Auch Elise Ringen fehlerfrei. Und schauen Sie, es wird eng für Latuyer. Die muss jetzt zweimal treffen. Jetzt hat sie noch eine Nachladepatrone für eine Scheibe. Gerade noch mal gut gegangen. Dahinter dann Hannah Dreissig-Acker, die Amerikanerin. Gestern hier sehr stark mit einem 19. Platz im Sprint. Muss aber jetzt in die Strafrunde. So, Virolainen hat jetzt ein bisschen Boden gut gemacht für Russland, ist jetzt Fünfte. Vorn immer noch Italien, aber Franziska Preuß, die ist auf Platz 3 gestürmt mit einem sehr, sehr starken Schießen. Und die Serie wollen wir uns gerne noch mal in Ruhe anschauen. Ist diejenige im deutschen Team, die das Ziel als schnellste erfassen kann und wird von den Trainern auch richtig unterstützt in Sachen schnelles Schießen. Oftmals wird sie zu schnell unterwegs, heute nicht. Jetzt ist sie Dritte mit nur 13,6 Sekunden Rückstand und Vanessa Hinz hoffentlich gut erholt jetzt bei Jesse Wellmer. Ja, Vanessa Hinz als Fünfte übergeben mit 23 Sekunden Rückstand. Wie leicht ging es Ihnen heute so vom Ski? Ja, es ist gegangen. Es liegt zwar leider Leichtsinnsfehler mit dabei, aber ich habe gewusst, man muss Druck geben in der ersten Runde. Es ist mein allererstes Mal, dass ich überhaupt Start laufe. Bin weder im Langlauf noch im Biathlon und ich glaube, dafür habe ich es ganz gut gemacht. Könnte das auch eine Lieblingsposition werden? Es wird ja häufig durchgewechselt in der Staffel. Für Sie die Startposition für die Zukunft? Ja, also ich bin nicht so eine gute Sprinterin, aber heute ist mir echt eigentlich von Anfang an ganz gut gegangen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe die Position schon lieben gelernt ein bisschen. Jetzt haben wir Sie eben kurz im Ziel gesehen, da waren Sie doch recht erschöpft. Wir meinen auch die ein oder andere Träne entdeckt zu haben. Ist es irgendwie die Erleichterung, dass es endlich vorbei war, diese Generalprobe vor Oslo, oder was war es da? Ja, heute war ich ganz schön erschöpft. Es ist so eine Massenstart, einfach mal will mithalten und da habe ich heute ganz schön gepumpt. Aber mir hat Spaß gemacht, die letzten Rennen gingen nicht so leicht bei mir einfach und heute hat es echt mal wieder gut funktioniert, auch vom Laufen. Ich konnte einigermaßen mithalten und deswegen war es eigentlich ganz schön. Vielen Dank. Also Ende gut, alles gut bei Vanessa Hinz, hat sie gut gemacht. Die Startposition, die zuletzt ja auch Franziska Preuß mal inne hatte, was nicht so gut gelaufen ist in Ruhpolding. Da hat sie gleich eine Strafrunde fabriziert. Also wird sie froh sein, dass sie jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison auf Position 2 eingesetzt ist. Franziska Preuß als einzige übrigens Deutsche heute bei bisher allen Staffeleinsätzen mit von der Partie. Nächste Pärchen, Frankreich-Russland, Latuyer und Virolainen, die näher herankommt. Gabriela Sokolova hat gestern Abend übrigens noch mal ein kleines Ständchen gegeben. Das macht sie ja sehr gern. Sie singt sehr gut und sehr gern. Hat auch damals auf der Abschlussveranstaltung der Weltmeisterschaften zu Hause in Novo Mesto gesungen vor über 20.000. Hat da sogar CD-Angebote
gehabt, aber ausgeschlagen, weil einfach keine Zeit. Gestern Abend wurde ein kleines Ständchen im Mannschaftshotel inszeniert. Die ganze tschechische Mannschaft war der Background-Chor und sie hat gesungen. Und sie kommt jetzt dichter ran hier an, die führende Nicole Gontier. Nach dem Schießen waren das 12 Sekunden, jetzt noch 8. Franziska Preuß hat ein bisschen verloren. Das waren 13,6 auf Gontier, jetzt 18. Elise Ringen hat 10 Sekunden verloren, die Norwegerin. Hintergrund, der Blick auf den Fjord, auf Oslo. Heute kann man mal bis unten gucken. Das war nicht jeden Tag so hier, denn die Zuschauer und auch die Athleten haben sich häufig mit Nebel herumgeplagt. Gontier auf dem Weg zum Stehenschießen, dahinter Gabriela Sokalova. Bis vor 3 Jahren waren übrigens ihre Eltern, ihre Trainer, ihre Mutter Olympia-Zweite, auch mit einer Staffel im Jahre 1984, damals allerdings mit der tschechischen Langlaufstaffel. So, jetzt ist es so, dass die Führende auf die erste Schießbahn eingewiesen wird. Italien also und dann Tschechien auf der 2. Das ist Zdeněk Vítek, seit dieser Saison neuer Mann am Fernglas für Tschechiens Frau. 3,5 Kilogramm, so eine Waffe schwer. Minimum, das muss sie wiegen. Und bevor der Schuss ausgelöst wird, muss der Finger 500 Gramm überwinden. Das wird vor dem Wettkampf gecheckt und auch hinterher. Ja, beeindruckendes Schießen von Nicole Gontier. Das unter Druck, sie weiß, wer hinter ihr steht. 2 richtig exzellente Schützinnen, Sokalova und Preuß. Ja, Franziska Preuß, das ist herausragend. Noch schneller geschossen als Sokalova und noch wieder ein bisschen des Rückstandes aufgezehrt. Elise Ringen muss nachladen. Frankreich macht Boden gut. Latuyère jetzt besser als im Liegenschießen. Und schon wieder Fehler bei Russland, bei Daria Virolainen. Die Französin jetzt fehlerfrei. Diese Ringen hat noch 2 für 1, also 2 Patronen bleiben ihr für die eine Scheibe noch. Und jetzt wird's ernst. Währenddessen Franziska Preuß unterwegs ist als Dritte, dicht hinter der Tschechin Gabriela Sokalova. Strafrunde für Norwegen, das ist bitter. Russland hat sie gerade noch eben vermieden. Daria Virolainen hält ihre Staffel im Geschäft. Slowakei durch mit dem Schießen, auch Rumänien und Schweden. Die Vereinigten Staaten jetzt doch deutlich zurückgefallen. Hanna Dreissig-Acker, die gestern so stark auftrumpfte, heute mit einem eher schwächeren Tag. Da droht die nächste Strafrunde. Aus der ist Elise Ringen jetzt raus, aber das hat natürlich Boden gekostet. Norwegen jetzt weit, weit zurückgefallen. Auf diesem Tableau gar nicht mehr drauf. Die Norwegerinnen sind jetzt 11. mit einem Rückstand von 1,21. Und dieses Schießen war eine glatte 1 mit Sternchen. Und auch das hier von Franziska Preuß. Das war derartig stark. Wie wir sie zuletzt in Ruhpolding erlebt haben, als sie Massenstart 2. wurde. In einem glänzenden Rennen. Und jetzt hier Anweisungen von Gerald Hönig an Miriam Gössner, was die Bedingungen am Schießstand anbelangt. Ja, alles klar, angekommen. Klasse, Franziska Preuß kämpft sich ran hier an Gabriela Sokalova.
ist mächtig nervös in diesen Winter gestartet, als sie ihr erstes Staffelrennen vor der Brust hatte. Die Mixstaffel in Östersund, hat sie gesagt, da war ich so am Zittern nach meiner verpatzten Olympiastaffel. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, als sie zweimal stürzte auf der Startrunde, dann Schnee im Diopter hatte. Am Ende wurde Deutschland Elfte und es gab sehr viel Spott und Häme. Das Malheur hat sie endgültig abgehakt, Franziska Preuß, in dieser Saison sehr stark, sehr überzeugend und weitergereift. Also die Italienerinnen, dass die hier so unbeeindruckt vorne weglaufen. Bei Dorothea Wira konnte man das vermuten. Bei Nicole Gontier war das noch nicht ganz so klar. Aber das ist stark bislang und sie büßt auch nicht ein von ihrem Vorsprung. 12 Sekunden waren es nach dem zweiten Schießen von Nicole Gontier gegenüber Tschechien. Also nur unwesentlich kleiner geworden der Vorsprung. Das sind jetzt 10,2 und bei Franziska Preuß eine Sekunde weniger geworden. Franziska Preuß war mit dabei in Hochfilzen bei der ersten Staffel dieses Winters. Als die jüngste deutsche Staffel aller Zeiten am Start war und es einen phänomenalen und damals wirklich sensationellen Sieg der deutschen Damen gab, den man vor diesem Winter nicht so recht was zugetraut hatte und die allesamt überraschen. Nicole Gontier fährt jetzt zum letzten Mal rein ins Stadion. Letzte Schleife, dann ist sie an der Reihe. Federica Sanfilippo, die Unerfahrenste. Und für Deutschland der Neuling in diesem Winter in einer deutschen Staffel, Miriam Gössner. Drücken wir ihr die Daumen, bin ich sehr, sehr gespannt. Nicole Gontier, auch erst 23 Jahre alt, mit ihrem ersten Podestplatz in diesem Winter und mit dem zähen Kampf gegen Gabriela Sokolova und den letzten Anstieg. Und jetzt kommt Franziska Preuß da scheinbar noch mal näher, hat noch mal alle Kräfte mobilisiert, versucht näher zu kommen an Gabriela Sokolova. Übrigens noch nicht ein einziges Mal bei bisher vier gelaufenen Staffeln auf dem Treppchen, also noch nicht unter den ersten dreien gewesen. Deutschland ja schon zweimal siegreich. Entscheidend wird wahrscheinlich sein, wie sich Federica Sanfilippo schlägt, die Unerfahrenste im Quartett Italiens, die jetzt auf die Reise geschickt wird. Auch bei Tschechien Jitka Landová, die in Anführung Schwächste. Und jetzt kommt Miriam Gössner, erster Staffelstart in diesem Winter für Franziska Hildebrand, heute in die Staffel hineingerutscht, die in einer kleinen Sehnenreizung am Fuß laboriert. Aber nichts Ernstes, die WM nicht in Gefahr, aber Daumen drücken für Miriam Gössner, die ja schon große Staffelleistungen absolviert hat. Schon im Langlauf fing es an, der ein oder andere von Ihnen wird das sicherlich sofort parat haben. 2009 WM Silber in Deutschlands Langlaufstaffel. Gleich mehr dazu. Erstmal die nächsten Wechsel. Frankreich 40 Sekunden zurück. Dann die Kanadierinnen, die wirklich einen starken Winter laufen. Auf Platz 5. Da ist jetzt Audrey Vaillancourt unterwegs. Und Russland weniger als eine Minute zurück auf Rang 6 momentan. Überzeugende Vorstellung von Franziska Preuß, die hier in Oslo
nicht so begeistert war von ihren eigenen Leistungen bislang. Gestern 39. im Sprint. Heute allerdings mit einer wirklich ausgezeichneten Leistung. Jetzt erst der Wechsel von Norwegen auf Platz 10. 1,29 zurück, fast. Du siehst eine Strafrunde. Die norwegische Staffel auf diesem ersten Tableau, die einzige, die in die Runde musste. Von Federica Sanfilippo. Dahinter Jitka Landová, die Tschechin, auch in jeder Staffel in diesem Winter mit eingesetzt. Und hier kommt Miriam Gössner. Also WM-Silber mit einer deutschen Langlaufstaffel 2009. Olympia-Silber mit einer deutschen Langlaufstaffel 2010 in Vancouver. Dann rübergewechselt zum Biathlon. WM 2011 gleich mitgemacht. Gold für Miriam Gössner, obwohl sie daran bestimmt keine guten Erinnerungen hat. Denn damals schoss sie zwei Strafrunden. Dennoch gab es Gold für Deutschland. Für Frankreich Colline Varsin unterwegs. Schauen wir mal, beim Wechsel waren das 39,4 Sekunden. Da ist ein bisschen was dazugekommen. Und für die russische Staffel jetzt Ekaterina Schumilova. Die hat ihrerseits drei Sekunden gut gemacht. Auf die Führende, auf die Italienerin Sanfilippo. Und die drei vorn schieben sich zusammen und es gab einen Führungswechsel. Jitka Landová jetzt vorn, dann das rote Trikot der Italienerin und Miriam Gössner ist dran. Und versucht jetzt, und versucht es nicht nur, sondern geht nahezu spielerisch vorbei. An der Italienerin, die sicherlich die Schwächste von diesen dreien hier ist. Läuferisch ging es ja schon einige Male sehr gut bei Miriam Gössner, auch hier im Sprint. Nach dem Liegenschießen war sie unter den Top 10 zu finden. Hoffentlich überpaced sie hier nicht. Will nicht zu viel. Viele Freunde und Bekannte von ihr hier an der Strecke. Auch ihre Tante, eine Norwegerin. Auch die Mama ist ja Norwegerin. Die allerdings ist nicht hier auf dem Holmenkollen. Miriam Gössner jetzt in Führung. Deutschland vor Tschechien und Italien. Ja, wahrscheinlich kennen Sie die Krankengeschichte von Miriam Gössner. 2011 hatte sich ihr Darm gelöst und verschlungen. 2012 fast 10 Kilogramm abgenommen, dank einer Ernährungsumstellung und ein paar anderen Problemen. 2013 dann der schwere Fahrradunfall, der sie zu einer Trainingspause von über 7 Monaten gezwungen hat. Dann beim Comeback noch wieder ein Sturz mit Skirollern, Schulterverletzung, Gehirnerschütterung. Lange, lange, lange Verletztengeschichte und eine bis heute verkorkste Saison. Keine WM-Quali. Und jetzt der WM-Einsatz, der Staffeleinsatz, sorry, von Oslo. Das Liegenschießen gestern bei Miriam Gössner ausgezeichnet. War sie am Ende 38. im Sprint. Sehr gut, Miriam Gössner beherrscht nicht zu schnell und alles in einem Rutsch. Aber auch die anderen beiden, Landová und Sanfilippo, fehlerfrei. Aber entscheidend, Miriam Gössner hat die anderen unter Druck gesetzt, hat als Erste begonnen und war als Erste fertig und geht dementsprechend auch als Erste wieder auf die Strecke. Das ist stark. Also Reihenfolge so, wie sie hereinkamen zum Schießen. Deutschland, Tschechien, Italien.
jetzt die Französin Colline Varsin, auch eine sehr junge, erst 21. Auch sie hat das klasse gemacht. Und auch die Russin, die Bedingungen jetzt ähnlich wie beim Anschießen, kaum Wind, klarste Sicht. Russland auf 5, Ekaterina Schumilova. Kanada durch, Audrey Vaillancourt, die macht das sehr gut. Die Slowakin hat eine Nachladepatrone benötigt. Bei diesem Schießen hier kaum Fehler. Was macht die Norwegerin? Das ist Synnøve Solemdahl, die kommt hier in einem Rutsch durch. Weltmeisterin der Jahre 2012 und 2013 jeweils mit norwegischen Mixstaffeln. Da haben wir sie. Hat eine schwere Saison. Im Sommer am pfeiferschen Drüsenfieber erkrankt und versucht jetzt irgendwie den langen Trainingsrückstand aufzuholen. Zwei Plätze gut gemacht hat die norwegische Staffel. Der Rückstand allerdings immer noch 1,30 etwa. Vorn Weißrussland, heute ohne Daria Domracheva. Und ganz vorn, da ist Deutschland mit Miriam Gössner unterwegs. Und schauen Sie mal, erst ein einziger Nachlader, also fabelhafte Schießbilanz der deutschen drei bis hierher. Und das war ein sehr, sehr gutes Schießen, genauso fehlerfrei wie das gestern im Sprint. Da war sie mit einer hohen Startnummer unterwegs und hat sich nach dem Liegendanschlag unter den besten 10 eingereiht. Am Ende, wie gesagt, dann noch zurückgefallen, dank ihrer 3 Fehler im Stehenschießen. Landova ein bisschen zurückgefallen. Und Federica Sanfilippo, die keucht, die atmet schwer. Die hat ein bisschen Boden verloren. Das ist die Russin, Ekaterina Schumilova. Sie wollen endlich mal aufs Podium, noch vor der Weltmeisterschaft. Die russischen Frauen. Es ist weiterhin möglich. Im Moment sind sie Vierte. So gut waren sie in diesem Winter erst einmal. Zuletzt in Antholz. Da waren sie am Ende auch auf diesem 4. Platz zu finden. Ja, und Miriam Gössner, die gibt ganz schön Gas da vorne. Die ist mutig, selbstbewusst. Alles oder nichts, scheint sie sich zu sagen. Vergrößert den Vorsprung. Auf die Tschechin weiter. 4 Sekunden waren es nach dem Schießen, jetzt fast 10. Miriam Gössner gibt Gas. Anstrengende Zeiten für sie gegenwärtig, muss immer lange aufbleiben. Felix, ihren Freund, Felix Neureuther, die Daumen halten. Der ist heute auch noch mal an der Reihe. Erst einmal sie, und das wäre zu schön, mit einem gelungenen Staffeleinsatz sich heute Abend entspannt vor die Röhre zu setzen. Manchmal trainieren sie auch zusammen, geht allerdings nur sehr selten, weil sie sehr verschiedene Wettkampfzeiten und Wettkampforte haben. Aber hin und wieder geht's. Rad- oder Krafttraining, das passt schon mal. Miriam Gössner zurück, auch auf dem Weg zu alter Laufform. Wir erinnern uns gern an die Zeiten, als sie pro Runde eine Strafrunde herauslaufen konnte. Ihr großes Laufvorbild hier auch in Norwegen zu Hause, Marit Bjørgen. Jetzt aber gilt es, sich zu konzentrieren für das zweite Schießen heute, für das Stehenschießen, für ihre Zitterdisziplin. Miriam Gössner zum zweiten Mal auf Schießbahn 1 in Führung. 10 Sekunden Vorsprung hat sie in etwa. Das könnte bedeuten, ein Schuss
oder zwei vielleicht schon abgefeuert zu haben, bevor die Tschechen beginnt. Schade, der Wind aber hat auch aufgefrischt. Gut zu sehen an ihren Haaren. Die ersten drei hat sie sicher ins Ziel gebracht. Landowa jetzt mit einer sehr guten Serie. Tschechien wieder in Führung. Und Miriam Gössner hat noch drei für zwei. Und wackelt im Wind wie ein Lämmerschwänzchen. Der Wind jetzt aufgefrischt, aber auch nicht so, dass er unbeherrschbar wäre. Jetzt hat sie noch zwei für eine. Es muss doch gehen. Sanfilippo jetzt auch noch mit einer Scheibe, die schwarz ist. Jetzt Italien vorbei und auch Miriam Gössner hat das geschafft. Das hat sie gut gemacht. Wirklich sehr gut gemacht, mit zwei Nachladepatronen durchgekommen. Klasse, Miriam Gössner geht vor Italien auf Platz 2 wieder auf die Strecke. Russland muss nachladen. Auch für die Russen gilt, was für Miriam Gössner galt. Zwei für eine. Stark. Rückstand auf Landowa, 23 Sekunden. Sanfilippo wird sie gleich los, da bin ich relativ sicher. Jetzt nochmal 2 Kilometer, was irgendwie rauszuholen ist. Vorne haben Sie vielleicht gesehen, gab es leichte Kniebeugen bei Theresia Poljakova. Probates Mittel, wenn die Muskulatur der Oberschenkel anfängt zu vibrieren, zu zittern, dann macht man das schon mal, um wieder Spannung reinzubringen. Auch Miriam Gössner hat Spannung reingebracht, aber das Ganze am Ende sehr sicher gelöst. Wir schauen noch mal auf ihre Serie. Die ersten drei waren wirklich traumhaft sicher. Und dann begann es wieder, das Wackeln, das Nachdenken vielleicht auch. Fehler deutlich links. Und auch der gut zu sehen. Ja, das hat sie wirklich gut gemacht, nicht hektisch geworden. Das Nachladen ging ruckzuck. Und sie musste auch nicht bibbern bis zum letzten, sondern mit der vorletzten Patrone hat sie es dann geschafft. Miriam Gössner ist unterwegs in Richtung letzter Wechsel und Franziska Preuß steht zum Interview bereit bei Jessie Wellner. Wir haben uns gerade eben auch noch mal die Serie von Miriam Gössner angeschaut. Von Miriam Gössner ist beachtlich, was die Kollegin für ein Rennen heute macht, oder? Ja, ich glaube, für sie war es nicht leicht, jetzt das erste Mal in der Staffel eingesetzt zu sein. Und ja, jetzt ist es natürlich für sie umso schöner, dass dann mit zwei Nachladern durchgekommen ist. Und ja, es freut das ganze Team wahrscheinlich. Aber auch unheimlich beachtlich, was Sie heute geleistet haben. 0 Schießfehler und den Rückstand auf die Führende von 23 auf 10 Sekunden verringert. In den vergangenen Tagen haben wir so ein bisschen das Gefühl, die Resterkältung steckt noch so ein bisschen drin. Die ist weg, vermuten wir mal. Ja, also jetzt die letzte Zeit war jetzt schon schwierig vom Kopf her. Schon letzte Woche die Erkältung, wenn man da nur auf der Couch liegt und nichts machen kann. Und ja, jetzt die zwei Rennen, die einfach nicht optimal gelaufen sind. Ja, ich war jetzt schon verunsichert und es sind gestern einige Tränen geflossen. Und ja, ich glaube, das war jetzt so, es hat einfach mal raus müssen, die Enttäuschung jetzt von den zwei Rennen. Und ja, jetzt freut es mich halt natürlich total, dass ich mit 0 Fehler durchgekommen bin. Ich glaube, das erste Mal seit 1,5 Jahren, dass ich mal mit 0-0 durchgekommen bin. Und ja, läuft frisch, was in Ordnung jetzt für die Vorgeschichte. Und von dem her bin ich jetzt schon mehr als zufrieden mit dem heutigen Rennen. Also zählt das als gute Generalprobe für die Weltmeisterschaften? Ja, für den Kopf war es jetzt wirklich wichtig, nochmal eine positive Erfahrung da nochmal mitzunehmen. Und jetzt geht man doch anders in die Vorbereitung, als ich jetzt gestern nur gegangen wäre. Ja, das war jetzt schon nochmal ein schöner Abschluss. Vielen Dank. Also das ist schon beeindruckend, wie Franziska Preuß mit Verunsicherung und mit Enttäuschung umgeht.
Das ist ihr auch in Ruhpolding schon so gelungen, als sie 42. im Sprint war, abends geweint hat und am nächsten Tag Zweite im Massenstart wurde. Aber beeindruckend, wie Miriam Gössner hier den Berg hochstapft mit einer irren Frequenz und wie sie den Vorsprung der Tschechin eindampft. 23,4 Sekunden waren das nach dem Schießen, eben noch 16. Und ein paar Sekunden werden wir noch dran glauben müssen. Miriam Gössner in Hochform. Jitka Landowa weiß natürlich, dass sie in der Spur die etwas schwächere ist. In dieser Saison einmal Zehnte im Sprint von Ruhpolding. Das war ihr bislang bestes Karriereresultat. Und viermal in diesem Winter schon auf dieser dritten Position eingesetzt in tschechischen Staffeln. Zwei davon gewannen die Tschechinnen. Auch heute wieder in Führung, aber Miriam Gössner kommt näher. Laura Dahlmeier wird gleich als Zweite wahrscheinlich in die Spur gehen, hinter Veronika Vítková, der schnellsten Läuferin des gestrigen Tages. Landowa ist auf dem letzten fiesen Anstieg und dahin kommt schon Miriam Gössner. Ja, rettet nicht mehr sehr viel von den 23 Sekunden hin zum Wechsel. Jitka Landowa auch sichtlich erschöpft. Na klar, das schlaucht. Alle sehen sie die Pause entgegen. Sehen sie der Pause, sehen sich der Pause entgegen, sehen sie die Pause herbei, die es noch mal gibt vor der Weltmeisterschaft. So, letzter Wechsel Tschechien. Wir sehen Laura Dahlmeier und da wird gewechselt Landowa auf Vítková. Und da kommt Miriam Gössner. Schauen wir mal, wie groß der Rückstand am Ende ist für Deutschland. 18 Sekunden Wechsel Gössner. Die hat das wirklich sehr gut gemacht auf Laura Dahlmeier, die momentan beständigste und beste im deutschen Quartett. So, dann kommt Italien. Federica Sanfilippo übergibt auf Karin Oberhofer, auch die, wie Dorothea Wierer, momentan in bestechender Form. Achte des Gesamtweltcups. Das wird nochmal eine Aufgabe für Laura Dahlmeier, sich die Italienerin vom Leib zu halten. Platz 4 für Frankreich. Colline Varsin kommt und schickt Marie Dorin-Abert in die Spur. Dann Russland. Da geht immer noch einiges in Sachen Podium. Olga Potschufarova ist unterwegs, gestern mit einer sehr hohen Startnummer im Sprint auf die Reise gegangen und nur sehr knapp am Podium vorbeigeschrammt. Jetzt wird es hier gleich nochmal wieder ein bisschen lauter auf der Tribüne. Norwegen, Startnummer 6, Position 6 momentan. Solendal kommt und Fanny Wennerstrand-Horn läuft. Ja, und Miriam Gössner, die quasi Halb-Norwegerin ist, wird gleich wieder auch den Kollegen der norwegischen Medien hier Rede und Antwort stehen. Fließend Norwegisch sprechen, hört sich richtig gut an. Perfekt, haben mir die Kollegen erzählt. Ohne jeglichen Slang, man wird nicht drauf kommen, dass sie für Deutschland startet. Veronika Vítková ist unterwegs, gestern im Sprint die schnellste, noch schneller als Kajsa Mäkeräinen und Daria Domracheva. Also eine ganz harte Nuss für Laura Dahlmeier, aber die ihrerseits wird auch immer, immer besser in der Spur und vor allen Dingen am Schießstand im Moment eine absolute Macht. Und genau da lagen die kleinen Problemchen von Vítková auch gestern, da hat sie sich drei Fehler geleistet. Tja, so schnell kann es gehen, in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken. Gerade zum neuen Cheftrainer der tschechischen Frauen,
berufen worden und bei Staffeln permanent im Bild. Auch heute Tschechien schon wieder vorn. Vor Deutschland also die beiden Staffeln, die in diesem Winter schon erfolgreich waren. Jeweils zwei Siege für Tschechien und Deutschland gab es ja. Auch heute wieder 1-2. Dahlmeier hat auf der Pressekonferenz gestern erzählt, ich habe gerade einen Lauf und wenn du einen Lauf hast, dann geht irgendwie alles. Und sie hat eine Wahrsagerin zu Hause. Ihre Oma hatte ihr vor dem Sprint eine SMS geschickt und hat ihr nochmal gesagt, Laura, das ist dein Ort, Oslo, da bist du wieder ganz vorn dabei. Geschrieben, getan, Sprintzweite Laura Dahlmeier gestern und das ist Karin Oberhofer. Beim Wechsel waren es 41 Sekunden, also sie hat verloren auf die führende Veronika Witkowa. Auf Laura Dahlmeier übrigens 12 Sekunden schon. Der Wind ist da, aber nicht so, dass er sich irgendwie extrem einmischen würde ins Schießen der Athletinnen. Veronika Witkowa kommt. Bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2009 übrigens direkte Kontrahentin von Miriam Gössner. Damals war sie Zweite der Verfolgungs-Junioren-Weltmeisterschaft und gewonnen hatte Miriam Gössner. Dreht ganz leicht nach vorn, hatte also den Eindruck, der Wind von links hat ein bisschen zugenommen gegenüber ihrem Anschießen. Dennoch zwei Fehler. Jetzt korrigiert sie nochmal, dreht wieder zurück. Schaut nochmal und jetzt wird nachgeladen. Drei Patronen hat sie. Zwei Scheiben noch schwarz und Laura Dahlmeier ist da. Ja, Witkowa durch, aber Laura Dahlmeier dennoch mit der Gelegenheit, jetzt ein bisschen des Rückstandes abzuarbeiten. Schade drum, der war knapp. So geht es mit dem Nachladen. Das sind ja höchstens noch 5-6 Sekunden gewesen bei ihr. Fertig, Rang 2 behauptet, ein bisschen des Rückstandes abgebaut. Aber auch Karin Oberhofer war sehr schnell und ist dran an Laura Dahlmeier. Marito Rang-Aber. Französin beim Schießen und die beiden jetzt gemeinsam unterwegs. Oberhofer und Dahlmeier, beides starke Läuferinnen. Vielleicht können sie sich ein bisschen abwechseln bei der Verfolgung der führenden Witkowa. Das ist die Russin Olga Potschufarova. Gleich neben der Französin Marie Dorin-Aberg beim Schießen. Dahlmeier klemmt sich jetzt dran an Karin Oberhofer, Marie Dorin-Aberg auf Platz 4. Das ist so geblieben. Frankreich mit 55 Sekunden Rückstand. 7 Sekunden weniger als beim letzten Wechsel. Ukraine mit Valentina Semerenko. Erstaunlich weit zurück. Auch Norwegen mit Fanny Welle Strandhorn. Hier vorne im Bild, schon viermal auf dem Siegerpodest in diesem Winter und Fanny Welle Strandhorn gehen gemeinsam raus mit der Slowakin Martina Krapanova. Weißrussland fertig mit dem Schießen, heute nicht mit Daria Domracheva als Schlussläuferin, dementsprechend auch ohne Gelegenheit noch nach ganz vorn zu laufen. Regie hier bei Fanny Welle Strandhorn, der Norwegerin. Norwegen jetzt von 11 wieder nach vorn gerückt auf 6. Zeitrückstand allerdings größer geworden, war vorhin 1,30, jetzt 1,50. Ja, das die kleinen Korrekturmaßnahmen bei
Veronika Vítková und der kleine Stein, der vom Herzen fiel bei Zdeněk Vítek. Da haben wir die Tschechin, Sprintsiegerin von Oberhof in diesem Jahr. Ihr erster Weltcupsieg war das. Und bei allen bisherigen Staffeln dieses Winters war sie die tschechische Schlussläuferin. Zweimal lief sie schon als Erste durchs Ziel. Und hier immer noch das Duett Oberhofer-Dahlmeier. Wir erinnern uns gern an das erste große Staffelrennen von Laura Dahlmeier, währenddessen wir die führende Veronika Vítková sehen. Das war ein irrer Moment damals, Weltmeisterschaft 2013 im Heimatland von ihm hier, von Zdeněk Vítek. Laura Dahlmeier hatte zuvor noch niemals einen Einsatz im IBU Cup oder im Weltcup, wurde gleich in die WM-Staffel reingesteckt, startete als Achte und brachte Deutschland vorübergehend auf Platz 1. Die tschechische Staffel damals im Heimatland nicht unter den ersten dreien. Deutschland am Ende auf Platz 5 dort. Veronika Vítková kommt aus einer sehr, sehr Biathlon-begeisterten Familie. Auch ihre jüngeren Schwestern Monika und Lucy sind Biathletinnen. Können sich bei der Schwester was abschauen. Und Gerald Hönig dürfte bis hierher zufrieden sein. Auch mit dem Auftritt von Miriam Gössner auf Position 3. Und jetzt die Attacke links von Laura Dahlmeier gegen rechts Karin Oberhofer, der Italienerin. Das sind ihre Strecken hier, Oslo. Das waren dann die ersten Weltcup-Strecken, wo sie Einzelrennen bestritt. Nach der damaligen Weltmeisterschaft in Nové Město. Und gleich im allerersten Rennen gelang ein 7. Platz im Sprint. Da deutete sie an, welches Potenzial sie hat, Laura Dahlmeier. Mittlerweile absolute Weltklasse. 4-mal auf dem Treppchen in diesem Winter. Veronika Vítková ist so schnell, die baut ihren Vorsprung wieder aus. Auf jeder Runde läuft sich wahrscheinlich ein oder sogar zwei Nachlader heraus. Jetzt schauen wir mal. Das letzte Schießen der letzten Staffel vor den Weltmeisterschaften. Wenn sie es mit den ersten Achten schafft, dann dürfte Tschechien zum dritten Mal die siegreiche Staffel sein. Der Fehler sehr, sehr knapp. 11,5 cm der Scheibendurchmesser im Stehendanschlag. Und sie hat es. Veronika Vítková auf und davon. Das dürfte nicht mehr zu machen sein für die anderen beiden, die Tschechien noch mal zu erhaschen. Die hat nur noch 2 Kilometer bis hin zum Ziel. Laura Dahlmeier jetzt im direkten Duell mit Karin Oberhof. Donnerwetter. Beeindruckende Serie der Italienerin und Fehler gleich beim ersten bei Laura Dahlmeier, die lange gewartet hatte, die immer noch alle Trümpfe in der Hand hat. Jetzt allerdings muss sie treffen, sonst ist die Italienerin zu weit weg. Oha, im Hintergrund Marie Dorin-Aber jetzt an ihr vorbei und jetzt hat es auch Laura Dahlmeier. Jetzt wird es eng im Kampf um Platz 3 mit der Französin. Potschufarova ist da. Hat gestern 0 geschossen im Sprint. Und hier sehen Sie den Rückstand. Marie Dorin-Aber jetzt auf Platz 3 vorbei an Laura Dahlmeier. 5 Sekunden Rückstand. Was geht da noch? Die Französin gestern mit einer sehr starken Vorstellung in der Spur. Russland ist jetzt auch weg.
1:16 der Rückstand. Da muss sich Laura Dahlmeier keine Sorgen mehr machen. Das sind fast 20 Sekunden, die sie Vorsprung hat auf die Russin. Aber Marie Durand-Aubert, das ist ihre Gegnerin. Und wir schauen noch mal auf die Serie von Laura Dahlmeier. Hat lange gewartet bis zum ersten Schuss und der ging dann knapp links daneben. Zuletzt traumhaft sicher bei ihren Schießeinlagen, sowohl im Training als auch in den Wettbewerben. Hier einmal vierte, einmal zweite. Bisher ohne Fehler bei 6 Schießeinlagen von Oslo. Das ihre ersten Fehler. Im Moment auf Rang 4 und Miriam Gössner bei Jessie Werner. Ja, Miriam Gössner fiebert mit Laura Dahlmeier auch eben noch mal bei der Serie zugeschaut. Aber Sie haben ein Rennen hingelegt, ohne Zweifel die beste Laufzeit von allen dritten Läuferinnen. Was war das für ein Rennen für Sie? Ja, es war wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen. Ich bin heilfroh, dass das Stehenschießen vorbei ist. Ich war wirklich sehr, sehr aufgeregt vor dem Stehenanschlag, weil die letzten Tage nicht ganz so gut funktioniert haben. Und da habe ich wirklich echt gekämpft, dass es funktioniert und dass ich die Mädels die Laura mit einer guten Ausgangsposition dann auf die letzte Runde schicken kann. Und hat wirklich funktioniert. So, und Laura Dahlmeier hatte jetzt eben gerade gesehen, 5 Sekunden Rückstand auf die dritte. Was glauben Sie? Kann sie es packen, so wie Sie Laura kennen? Auf jeden Fall. Die Laura ist eine, die kann sich in der letzten Runde brutal überwinden, brutal verausgaben, wie selten jemand. Und wenn es eine schafft, dann die Laura, auf jeden Fall. Vielen Dank. Beeindruckend auf der 15-Kilometer-Strecke. Da war Laura Dahlmeier auf der letzten Schleife genauso schnell wie Daria Domracheva. Und das noch einmal ein Beleg für die Worte von Miriam Gössner. Aber auch Marie Durand-Aubert vor ihr ist eine wirklich ganz, ganz starke. Und die hat gerade mal ein bisschen zugelegt. Hat 4 Sekunden gut gemacht, die Französin, nach vorn. Und Laura Dahlmeier hat ein bisschen verloren. 6 weitere Sekunden auf die Französin auf Platz 4. Unbeeindruckt von allen vorneweg. Das ist Veronika Vítková. Vorsprung im Moment gut 30 Sekunden. Also da wird nichts mehr schief gehen. Im letzten Jahr in Sochi gewann sie Olympiasilber mit der tschechischen Mixed-Staffel. Sokolova und sie waren damit dabei. Nicht mehr wegzudenken aus tschechischen Staffeln. Und die sind wohl der absolute WM-Favorit nach ihrem heutigen dritten Erfolg in diesem Winter. Exquisite Langläuferin Veronika Vítková kam auch vom Langlauf. Karin Overhofer muss sich hier vielleicht sogar noch mal eines Angriffs erwehren von Marie Durand-Aubert. Die Französin kommt näher, aber so weit ist es nun auch wieder nicht mehr. Wird schwer, auf jeden Fall jetzt schon absehbar. Laura Dahlmeier hat heute keine Chance, irgendwie heranzurücken an die anderen, an Marie Durand-Aubert vor ihr und an Veronika Vítková ohnehin nicht mehr. Die ist über eine Minute voraus. Tschechiens Schlussläuferin kommt aus Jilemnice, einem Ort in den Bergen in Tschechien, wo es geniale Trainingsbedingungen gibt. Die tschechischen Mädels haben einen enormen Leistungsaufschwung hinter sich. Die WM 2013 im eigenen Land, das war die Initialzündung. Seitdem absolute Weltklasse. Nicht nur Sokolova, sondern auch Vítková. Und in Staffeln ist auch auf die anderen beiden Verlass, auf Puskarčíková und Landová. Wieder mal eine beeindruckende mannschaftliche Geschlossenheit der Tschechinnen am heutigen Tag. Und zum Lohn gibt's gleich Sieg Nummer 3 in diesem Winter. Ich schau mal raus aus dem Fenster. Die anderen sind auch schon in der Nähe, aber noch weit, weit weg. Das rote Trikot der Italienerin. Jetzt oberhalb des Schießstandes. Und Veronika Vítková darf sich jetzt schon feiern lassen. Das ist der dritte Erfolg der tschechischen Staffeln. Nach Oberhof und Ruppolding gibt es auch Platz 1 von Oslo. Gratulation an Puskarčíková, Sokolova, Langová und die Schlussläuferin Veronika Vítková. Grandioses Teamwork, Rang 1. Und das sind die Favoritinnen für Kontiolahti. Und da kommen die Italienerinnen. Da kommt Karin Oberhofer, die kann jetzt in Ruhe jubeln.
denn der Rückstand der Französinnen zu groß. Erstes Podium. Italien meldet sich in den Kreis der WM-Favoritinnen. Starke Leistung von Dorothea Wierer, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo und Karin Oberhofer. Dann Frankreich, die Französinnen mit einem starken Finish. Marie-Dorin-Aberg noch vorbei an Laura Dahlmeier. Rang 3 also für Frankreich, für Anaïs Bescon, Enora Latuyère, Pauline Barsin und Marie-Dorin-Aberg. Und da kommt Laura Dahlmeier noch als Zweite in die Spur gegangen. Musste Italien und Frankreich heute passieren lassen. Platz 4 für Deutschland. Nach 2 Siegen, einem dritten und einem zehnten Platz. Kleiner Dämpfer, aber keine Enttäuschung in dem Sinne. Sie haben gezeigt, sie gehören dazu, wenn es Anfang März um die WM-Medaillen geht. Nach 3 Achten und einem vierten Platz heute der fünfte Rang für die Russinnen. Immer noch keine Empfehlung für eine WM-Medaille. Aber vielleicht sind sie ja genau dann, in knapp 3 Wochen, wenn es losgeht, fit. Hier gibt es die Gratulationen von Dorothea Wierer an die Tschechen. Die Ukraine heute auf Rang 6 mit Valentina Semerenko. Dennoch, denke ich mal, nicht chancenlos, wenn es um die WM-Medaillen geht. Vanessa Hinz heute zum ersten Mal eingesetzt als Startläuferin einer Staffel. Also das war nicht mal bei den Langläuferinnen früher der Fall, beim Biathlon schon gar nicht. Es fiel ihr schwer, vor allen Dingen die letzte Schleife, die letzten 2 Kilometer. 22 Sekunden der Rückstand, den Franziska Preuß dann mit auf die Spur nahm. Und die hat sich rehabilitiert, im Gegensatz zu den eher durchwachsenen Leistungen bislang in den Einzelvorstellungen. Dann kam Miriam Gössner, der Neuling heute in der deutschen Staffel. Tadelloses Liegenschießen, 0 Fehler in einem Rutsch. Beim Stehendanschlag 2-mal nachgeladen und dennoch auf Rang 2 übergeben an Laura Dahlmeier. Die verlor schon auf der ersten Runde ein bisschen auf die starke Veronika Witkowa. Das war keine Überraschung, aber hat auch ein bisschen geschwächelt heute beim Stehen. Das war dann schon überraschend. Konnte den zweiten Platz nicht halten. Am Ende Italien und Frankreich noch vorbei. Rang 4 für Deutschland. Das gesamte Klassement nochmal in Ruhe und in Übersicht in schriftlicher Form. Dritter Saisonsieg also für Tschechien. Italien zum ersten Mal auf dem Treppchen. Dann Frankreich, dann Deutschland und jetzt.